Hallo, heute ist ja wieder Freitag und Freitag ist Puring-Tag. Ich habe hier schon was vorbereitet und zwar machen wir heute was mit Luftballons. Schaut euch dieses Video an. Hallo, herzlich willkommen bei Verkunstet. Ja, heute machen wir was mit Luftballons. Dazu habe ich mir die Leinwand schon hier hingelegt. Dazu müssen wir noch ein bisschen was vorbereiten, und zwar farblicher Natur. Und was ich da vorhabe, das schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Als erstes präpariere ich mir die Leinwand einmal vor, und zwar in zwei Farben. Dazu habe ich mir einmal einen Rosaton und ein Blaugrau rausgesucht. Das werde ich hier einmal so in die Leinwand reinarbeiten, und zwar mit einem Schwamm. Ein Schwamm könnt ihr unheimlich gut benutzen, wenn ihr eine Grundierung macht. Da muss es nicht unbedingt der Pinsel sein. Also ich mache das super gerne mit einem Schwamm, weil ich dann immer so das Gefühl habe, etwas besser die Farbe in der Kontrolle zu haben. Ihr seht jetzt, das ist relativ fluffig geworden. Mein Mann macht gerade Faxen da hinten in der Ecke. Und zwar habe ich die erste Lage Farbe, also das Blaugrau und das Rosé, habe ich aufgebracht und habe es getrocknet. Ihr könnt für die Trocknung dann auch gerne den Föhn nehmen, um einfach schneller voranzukommen. Das sah dann, das habt ihr ja selber gesehen, schon relativ streifig aus. Dann bin ich aber hingegangen und habe das Ganze dann nochmal mit Farbe grundiert. Also bin nochmal mit dem Blau und auch mit dem Rosa drüber gegangen, weil ich wollte es eigentlich so tuffig haben, so wie es jetzt hier auch ist. Wichtig ist dabei, wenn ihr das macht, mit dem Schwamm nicht so fest reiben, sondern das ist wirklich ganz, ganz leicht. Wirklich nur ganz zart hier so drüber gehen. Dann bekommt ihr auch hier so diesen ganz sanften Ton rein. Dann vermischen sich die Farben auch und es wird dieser wolkige Ton. Wenn ihr da so richtig drauf haut mit dem Schwamm, wird es strichig. Das ist wichtig, da müsst ihr dran denken. Ihr könnt natürlich auch gerne sowas mit dem Pinsel machen, aber wie gesagt, ich mache es gerne mit dem Schwamm, weil ich da einfach das Gefühl habe, besser die Farbe ja vom Laufen her zu fühlen und dann einfach in die Richtung zu bringen, wo sie hin soll. So, damit wäre die Leinwand schon vorpräpariert. Weiter geht es. Wir sind ja beim Fluid Painting und nicht in der Acrylmalerei. Was wir aber gerne auch mal machen können. Wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt das gerne mal in die Kommentare, ob ich das mal interessieren würde. Weil ich komme ja eigentlich aus der Acrylmalerei. Dieses Fluid Painting ist ja eigentlich so eine Sache, die vor ein paar Jahren entstanden ist. Und ich fand das halt super interessant. Ja, und habe mich damit halt auch ein bisschen beschäftigt. Ja, was machen wir jetzt? Jetzt kommt Farbe drauf. Das normale Puring, was wir vorbereitet haben. Da habe ich unterschiedliche Farben. Da starten wir einmal hier mit etwas Dunklem.
So, Spannung steigt. Wir haben hier Ballons. Wir wollen mal schauen, ob wir Ballonkisses hinbekommen. Das Bild ist trocken. Schauen wir uns das Ergebnis an. Ich finde, das ist total interessant geworden. Dadurch, dass der Hintergrund sehr fluffig wirkt, kommen hier diese ganzen mit dem Pouring gemachten Bälle sehr plastisch rüber. Also mit dem Balloon-Kiss ist sehr plastisch das Ganze. Das hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Ich war so ein bisschen skeptisch noch, wo es noch so feucht war, ob das wirklich sich so abhebt, das Ganze. Tut es aber. Vor allem, man sieht auch hier so ein bisschen Zellenbildung in dem Ganzen. Relativ klein. Ich denke mal, für euch gerade nicht so sichtbar, weil es dunkel ist und wir es auch wahrscheinlich nicht so hell jetzt hier dargestellt bekommen. Aber hier sind überall Zellen zu sehen. Sehr cool. Also ich denke, das kann man auf jeden Fall auch noch ein bisschen weiter ausbauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses kleine Experiment. Lasst mir gerne einen Daumen rauf da. Abonniert den Kanal, wenn ihr das nicht schon bereits getan habt. Ihr könnt auch gerne dieses Video teilen. Darüber würde ich mich sehr freuen, denn dadurch bekomme ich mehr Reichweite. Ja, für euch geht es dann hier weiter zum nächsten Pouring-Experiment. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch das anschaut. Ansonsten, wir sehen uns nächste Woche Freitag wieder hier bei Verkunstet. Tschüss!